Happy Hop. So lautet der Name der Kunstinstallation der Studentinnen Melanie Bisping und Nadja Pereira Benavente aus Münster. Es handelt sich dabei um eine Hüpfburg im Beverka-Pavillon am Aasee. Doch was verbirgt sich hinter dem außergewöhnlichen Kunstwerk? Diesen Moment der Sehnsucht, der irgendwie hier entsteht, dadurch, dass man den Ausstellungsraum nicht betreten kann. Also wir wollten eine Arbeit machen, die genau das thematisiert, weil man immer, wenn man hier ist, sieht man Kunst, aber man kommt nicht in Kontakt mit der Kunst. Und diese Hüpfburg ist quasi eine Verstärkung für dieses Moment, weil die Hüpfburg für ganz viele Menschen einfach so ein Gefühl auslöst von sofortiger Motivation, jetzt loszulegen und zu springen und Spaß zu haben. It's more to give the people the feeling, no? This feeling that you have when you are a child and you have this moment with the Hüpfburg and you go to a party and you jump and you forget the whole world. You are not thinking, I have this problem or this problem. I think this feeling have all of us. Und wie reagieren die Besucher auf die Installation im Glaskasten? Also die Arbeit ist genau für diesen Ort entstanden, deshalb also ist die Rückmeldung eigentlich auch ganz positiv in dem Sinne, dass Interesse besteht, warum eigentlich diese Hüpfburg da drin ist und was soll das? Und irgendwie ist es so ein großes Irritationsmoment. Manche Leute sind dann zu irritiert und denken sich, was ist das für ein Quatsch? Aber Leute, die sich damit auseinandersetzen und denen wir dann auch erklären, was das Ganze soll, sind meistens positiv. Wer das Luftschloss im richtigen Moment beobachtet, dem wird noch eine kleine Überraschung offenbart. Also das Ganze erwacht irgendwie so ein bisschen zum Leben. Wenn jede Stunde die Zeitschaltuhr ausgeht, senkt sich die Hüpfburg ab und die Luft geht raus. Man merkt irgendwie, dass das Ganze so ein lebendiges Objekt irgendwie ist. Das Ganze kann natürlich auch so gesehen werden, als ob die Hüpfburg sich jetzt erstmal eine Runde erholen muss, von den Strapazen gegen den Pavillon anzukämpfen, der sie quasi daran hindert, sich komplett zu entfalten. Zu sehen ist die Hüpfburg im Beverka-Pavillon noch bis zum 27. März 2016. You can just take a look and try to have the happy hope that you had before and... Yeah.